In heutigen Folge vom Seed Donnerstag haben wir einen Seed, der, wie es halt im Titel auch steht, eine Minecraft-Regel bricht, könnte man sagen. Denn eigentlich kommt es so gut wie nie vor, dass ein Dorf in einem Pilzbiom generiert wird. Und dieses Dorf, wir dachten sich einfach mal, ja doch, ich fühle mich hier wohl, ich möchte hier generieren und hat es dann auch einfach getan. Das ist aber nicht alles Besondere, das andere gucken wir uns noch gleich nach dem Intro gemeinsam an. Ich wünsche euch wie immer ganz viel Spaß, Leute. Einen schleimtastischen Tag, verehrte Freunde, und willkommen zu einer brandneuen Ausgabe vom Seed Donnerstag hier auf meinem Kanal GameGuides.de. Heute mal wieder etwas später, erstmal eine große Story dafür, aber habe es nicht vorher geschafft. Aber Hauptsache, an einem Donnerstag kommt die heutige Ausgabe noch, das ist ganz, ganz wichtig. Heute schauen wir uns wie immer einen ganz, ganz crazy, verrückten oder auch coolen Seed für die Bedrock Edition von Minecraft an, wie wir das im besten Fall jeden Donnerstag tun. Falls ihr weiterhin sehr mehr sehen möchtet, gerne einen Like da lassen, wenn es euch gefallen sollte, würden wir sehr freuen, und auch ein kostenloses Abo, wenn ihr auch Einladungen nervig findet in der Bedrock Edition. Danke dafür. Also erst einmal zum Spawn. Wer grundsätzlich Tigerbiome oder wie in diesem Fall sogar Riesentigerbiome feiert, der ist ja auf jeden Fall goldrichtig. Es ist ein mega großes Tigerbiom, wie man hier sehen kann. Also das ganze Biom zieht sich einmal so quer über die halbe Karte. Das ist schon riesig. Also feiere ich auch. Ich liebe allgemein Tigers. Hier werden sehr, sehr viele Füchse rumlaufen oder auch Wölfe und auch die ein oder anderen kleinen Strukturen generieren, wie jetzt hier zum Beispiel diese Pflasterstein. Ich weiß gar nicht, wie man das am besten nennen möchte. Also ihr wisst schon, also diese random Dinger hier, die in der Tiger generiert werden, die aber absolut nichts in irgendeiner Form verbergen. Jedenfalls ansonsten, direkt neben dem Spawn haben wir dieses wunderschöne Pilzbiom hier. Ich glaube, wir hatten bisher noch gar nicht so viele Pilzbiome im Seed Donnerstag. Deswegen heute das auch mal natürlich eine Premiere, falls dem auf jeden Fall so ist. Und ansonsten haben wir noch so ein paar Punkte, die wir jetzt besuchen werden. Wie immer, oben links seht ihr ja die Koordinaten eingeblendet. Und auch diese Kartenmarkierungen für die Leute, die mal fragen. Oben rechts in der Infokarte vom Video gibt es das Tutorial dazu von mir, wie man solche Markierungen auf der Bedrock Edition macht. So, bevor wir zum Pilzbiom da drüben gehen, fliegen wir erst einmal ein Stückchen weiter. Man sieht es hier auf der Karte, ja, in Richtung Norden. Da haben wir nämlich das allererste wunderschöne zerstörte Portal. Und da gucken wir uns auch direkt einmal an. Erstmal, by the way, hier geht es auch tief runter. Also, weil es ja wirklich einfach hier rüberlaufen sollte, passt auf. Irgendwann ist ja einfach mal so ein riesiges schwarzes Loch. Und ich glaube nicht, dass da jemand von euch einfach mal so reinfallen möchte. Also, auf jeden Fall aufgepasst. Wir gucken mal. Hier, wie immer, Goldblock abbauen. Hat man so ein bisschen Gold. Dürfte sogar noch mehr sein. Obsidian mitnehmen, falls ihr schon eine Diapicke habt. Und den Loot schauen wir uns jetzt auch nochmal. Ah ja, einfach mal ein OB-Goldapfel, kann man mal wirklich machen, also das ist schon krass, einen normalen Goldapfel. Dann haben wir noch eine Goldhacke mit Halbbarkeit 3 und Nemesis der Gliederfüßer. Ihr könnt ja mal in die Comments schreiben, was bei euch so drin ist, ist ja leider immer random. Ich bete für euch, dass ihr vielleicht auch einen OP-Apfel habt, das wäre natürlich auch ganz sick. Also eins von zwei zerstörten Portalen können wir schon mal abhaken. Richtung Westen, relativ weit oben in der Karte, haben wir dann ein weiteres zerstörtes Portal, wie ihr gleich sehen werdet. Also hier auch nochmal, also nicht ohne Grund lasse ich das jetzt mal im Video drin, damit ihr einfach mal seht, wie groß sich diese Tiger einfach über die ganze Karte zieht. Und das ist einfach ein Biom, was ich persönlich sehr, sehr schön finde. Muss man natürlich mögen. Ich mag das Biom sehr. Hat mich auch sehr gefreut, dass da damals die Füchse, Bärenbüsche dazugekommen sind. Finde ich nice. Aber hier, weiter im Text, haben wir das nächste zerstörte Portal. Also noch mehr Obsidian. Das sieht sogar ganz gut aus. Ja, zwei Goldblöcke kann man natürlich auch noch mal mitnehmen und ein bisschen Loot. Jede Menge Goldkarotten, Glück 1 und Effizienz 3 auf einer Goldhacke. Okay, auch nicht schlecht, ein paar Eisenklumpen. Und das war es eigentlich auch schon. Kann man mitnehmen, für den Start ist das, denke ich mal, immer ganz gut. So, aber lasst uns jetzt einfach mal direkt neben dem Spawn, man sieht es ja auch hier auf der Karte, also rechts auf der Seite, haben wir ja dieses besagte Pilzbiom. Und dieses Pilzbiom hat da eine wirklich große Besonderheit, man kann es jetzt gerade hier schon erkennen. Hier ist einfach mal ein Dorf rein generiert worden. Also hier ist es eigentlich ein Tigerdorf, was auch so, ich sage mal, zu einem Viertel, ja, ungefähr um den Dreh, dann auch wirklich in der Tiger generiert wurde. Aber der restliche Teil des Dorfes wurde einfach mal ins Pilzbiom gesetzt, generiert, wie man das Ganze auch immer nennen möchte. Und deswegen wird man Zeuge von einer absoluten Rarität in Minecraft. Ein Dorf in einem Pilzbiom ist absolut nicht möglich, weil auf Pilzbiomen, ja, kleiner Funfact am Rande, spawnen ja nur die Mooblooms, sage ich schon. Die Pilzkühe, keinerlei Mobs, außer noch Fledermäuse, also keine Mobs werden hier generiert, keine Strukturen werden hier generiert, außer die Pilze, die großen Pilze, die hier wachsen. Also das ist eigentlich so ein Biom, wo kaum irgendwie was, ja, stattfindet, was Generierungen angeht. Deswegen ist es schon eine große Besonderheit. Wir gucken uns aber auch mal den Loot hier an von den Schmieden. Also hier ist auf jeden Fall ein Schmied, da gucken wir mal rein. Und wir haben hier, ja, bisschen Eisen, ja, eine Dia-Pferderüstung, kann man auch mal mitnehmen und ein bisschen was zum Mampfen. Ist eigentlich ganz okay. Aber guck mal, ist hier noch ein Schmied. Scheint aber nicht der Fall zu sein. Das ist ja auch mal ein random Haus hier.
Nee, also hier scheint auf jeden Fall kein weiterer Schmied zu sein. Dennoch finde ich es wirklich interessant zu sehen, wie einfach mal ein Dorf mitten in einem Pilzbiom generiert wird. Aber das war noch nicht die komplette Besonderheit. Falls ihr euch ein Netherportal baut, macht es unbedingt hier in diesem Dorf hier. Aus welchem Grund, zeige ich euch sofort. Ich gebe hier ein Netherportal anstatt Obsidian. Also so lost bin ich manchmal auch. So, wir bauen uns ein Portal. Und wenn wir durch dieses Portal gehen, spawnen wir direkt, unmittelbar, sobald wir durch das Portal gegangen sind, in, komm schon, einer Netherfestung. Also auch mega coole Sache. Also falls euch der Spawn, beziehungsweise der Nether vom Spawn, der Spawn vom Nether so rum auch interessieren sollte, hier haben wir einen perfekten Spawn direkt mitten in eine Netherfestung drin. In dieser Richtung kommt nicht mehr viel, kann ich euch direkt vorab sagen. Am besten einfach hier die Treppen runterlaufen und dann habt ihr auch noch ja die Ehre. Alter, da hinten sind dafür 1, 2, 3, 4 Wither-Skelette. 3? Da waren noch gerade 4. 4. 4 Stück auf einmal. 5, 6, 7 und ein Gast. Okay, lauft doch nicht in die Richtung, Freunde. Keine gute Idee, macht das nicht. Da müsst ihr nicht auf mich hören. Aber nein, Spaß beiseite. Also da geht auf jeden Fall die Action ab da hinten. Aber da hinten ist auf jeden Fall eine Sackgasse in die andere Richtung. Also lauft einmal genau in die andere Richtung. Falls ihr die Netherfestung einer mal... Ah ja, jetzt kommen ja auch noch Lohn. Nice. Also falls ihr die Netherfestung mal ein bisschen looten oder entdecken wollt. So, für die letzte Markierung müssen wir runter ab in den Süden. Nicht der Sonne hinterher, sondern den Dörfern hinterher. Haha. Nein, weil hier unten ist noch ein Dorf, was auch relativ interessant aussieht, muss ich sagen. Weil hier ist nämlich auch wieder so ein verschneites Tigerdorf generiert worden, was mir fast gar nicht aufgefallen ist, weil es so gut getarnt ist irgendwie. Klar, jetzt sieht man es natürlich, wenn man ein bisschen näher dran ist. Aber hier auch mal so wieder auf verschiedensten Ebenen wieder mal so ein Dorf generiert worden. Finde ich auch mal sehr interessant, wie das auf der Bedrock Edition vonstatten geht. Also auf der Java Edition finde ich sowas gefühlt nie. Aber auf der Bedrock Edition sind die Seeds immer so crazy, dann dürfte das ja der Schmied sein, oder? Nee. Da oben ist aber ein Schleifstein, also müsst ihr irgendwo eigentlich ein Schmied irgendwo sein, wenn mich jetzt alles täuscht. Wir werden ja mal alles durchlooten, also jedes Mal werdet ihr auf jeden Fall Essen finden, etc. Rote Beete, guck mal, das ist ein ganz, ganz wichtiges Feature, müsst ihr natürlich auch mitnehmen. Aber wollte ich euch einfach auch nochmal zeigen, hier so ein, ja, komisch generiertes Dorf. Ganz, ganz unten im Süden. Wo ich aber gerade mal die Landschaft so ein bisschen betrachte, weil sie einfach echt schön aussieht. Und mit den neuen 1.17 Bergen wäre das, glaube ich, hier der perfekte Ort für so einen Riesenberg. Da hinten habe ich jetzt in der Ferne einfach mal nochmal ein zerstörtes Portal entdeckt. Und dahinter ist einfach noch ein Dorf. Also es lohnt sich natürlich tatsächlich schon noch weiter zu gehen. Denn es ist einfach ein riesiges zerstörtes Portal. Alter Schwede. Das ist auf jeden Fall, das darf man sich nicht entgehen lassen. Hier gibt man jede Menge Obsidian. Also eine Dia-Picke sollte man sich schon noch vorher holen. Macht natürlich Sinn. Hier haben wir eine Uhr, eine Schaufel mit Heilpacker und Effizienz, ein paar Eisenklumpen. Aber weiter, ein Stückchen weiter, haben wir dann nochmal ein verschneites, verlassenes Dorf. Das ist natürlich auch wieder so eine Sache. Bedrock Edition, 30%ige Chance. Java Edition, 2%ige Chance. Das ist der große Unterschied. Also gar nicht mal so selten auf der Bedrock Edition. Aber dennoch, hier nochmal ganz, 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 ganz unten im Süden, also noch weiter runter, haben wir dann ein verlassenes Dorf. So, damit aber genug für heute. Solltet ihr noch weitere Dinge entdecken, ab damit gerne unten in die Kommentare. Und falls ihr auch einen selber noch einen Seed irgendwie im Petto habt, gerne auch in der Beschreibung auf den Link klicken. Dort findet ihr ein Formular, dort könnt ihr mir all eure Seeds gerne zuschicken und ich gucke mir die dann im besten Falle dann auch nochmal irgendwann an. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen, Freunde, wünsche euch noch einen angenehmen Abend. Bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen. Ciao.